Sommerfrische im wahrsten Sinne des Wortes konnte man heute in der Ramsau erleben. Denn Fans der echten Volksmusik machte dieses unbeständige Wetter aber kaum etwas aus. Und so pilgerten sie zum 10. Gipfeltreffen der Radio Steiermark Volkskultur. Es ist ein großes Jubiläum, aber wir haben ein bisschen Wiggelwoggelwetter, wie man sagt. Dabei sind aber wir in der Landwirtschaft so viel froh, dass der Regen endlich einmal gekommen ist. Bei freiem Eintritt wurde der Jubiläumsfrühschoppen im Veranstaltungszentrum gestürmt. Drinnen konnte man sich auch gut aufwärmen für die Wanderungen zu den einzelnen Hütten. Ich habe mir gedacht, die Steiermark hat so viele Almen, hat so viele gute Musikantinnen, Musikanten und Gesangsgruppen und das passt irgendwie zusammen. Und ich bin richtig froh und stolz, dass das Gipfeltreffen jetzt 10 Jahre Bestand hat. Wir haben jetzt an der Dreidörfle drei gesungen und wir machen damit, weil uns das einfach taugt und weil uns das freut, dass wir da singen dürfen. Wir haben das schön reingebucht damit, dass wir einen Platz kriegen beim 10. Gipfeltreffen von ORF. Wir sind alle Volksmusikfans und die ganzen Gruppen, die da sind, die kennen wir eigentlich alle aus dem Radio. Ein Jahrzehnt ist die Idee alt, Musik unter den Gipfeln des Dachsteinmassivs zu erleben. Es ist einfach dann schon ein sehr, sehr hebendes Gefühl. Und dann vor allem natürlich auch noch die Stimmung auf den Almhütten, verbunden mit guter Kulinarik. Es ist schon ganz was Besonderes. Beim ersten Mal wandern waren wir 18 Leute gezählte. Mittlerweile waren es 500, 600 gestern. Und insgesamt haben wir einige tausend Gäste, wenn man es auf die Hütten aufteilt. Es hat sich entwickelt zu einem großartigen Volkskulturfest. Noch ein Aufsteigern, das größte mittlerweile in der Steiermark. Und wir haben so erfreut, dass das jedes Jahr so gut läuft. Rekordverdächtig war die Zahl der Besucher. Die Temperaturen luden ein zum Zusammenrücken.